Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal BenCake28. Weiter geht's mit Wilder Smith. Ich will immer Smith sagen. Ich weiß auch nicht, wieso. Wilder Smith. Meine Güte, schaffe ich mal einen Stieg hier. Einen normalen Einstieg in dieses Spiel. Ich glaube es nicht. Okay, also gut. Wir müssen weiterspielen. Ich will jetzt nicht viele Worte verlieren. Hier in der Folge 3. Los geht's. So, wir suchen natürlich unsere Helden aus. Das ist natürlich klar. Diese Gruppe, wer denn sonst? Let's go. Attack. So, diesmal habe ich einen Gegner gesehen. Ihr seht hier oben dieses Totenkopf-Symbol. Ihr werdet gleich sehen, dass wir es mit einem anderen Gegner zu tun haben. Ich befürchte es zumindest. Is that Kami up there? Yeah, looks like she's coming back. Ich hoffe, und übrigens nochmal, ich hoffe, dass die Toneinstellungen jetzt in Ordnung sind. Wirklich. Also Folge 2, glaube ich, war ein bisschen zu leise wiederum vom Sound. Schauen wir mal, wie Folge 3 ist. Gib mir gerne Feedback, bitte. Danke. Hey, it's just like Raymond said. Wayne and Wick is just over the hill there. Time for a few pins and a hot meal. Ja, das können... Sorry, das bin wirklich ich, Leute. Ich habe dieses Spiel nicht gemacht. Ich kenne das Tutorial nicht. Aber ich hatte gerade genau das Gleiche gedacht. This is a waste of time. We still have a few hours daylight. We should press on. Och, Revan, ohne Witz, ey. We've been traveling a lot lately. We could all use the break. Tomorrow we fight, but tonight we drink. Come on, I'm buying the first round, rufe ich laut. Woohoo, ruft Mona Lee. You all go ahead without me. I don't feel like pubbing it tonight. Oh, so ein Spielverderber, der Revan. Was für eine Zimtzicke. You know what? I catch up to you later, sagt Mona Lee. Die steht doch auf den Revan hier, das gibt's ja nicht. Okay, choose. Hey, how about you help me with that leg sweep move? Okay, what's wrong with you? Maybe I should give him some space. Komm, wir machen das einfach. Hey, how about you help me with that leg sweep move? You mean the sweeping swallow? Oh, it's just called the drop-down spinny, leg sweep thing. I spent a fair amount of time perfecting it. The least you could do is get the name right. Weeping Willow, I got it. You don't have to stay just to keep me company. Hey, now nailing this move could save my life someday. That it could, and practicing can't hurt, especially given how bad you were the last time you tried. So, Construction Mission. So, Revan und Mona Lee, flanking attacks. This combat deal one damage, plus ein Damage mehr. Coole Sache, Leute, freut mich. So, wir haben neue Gegner. Wir haben einmal den, also zwei Sommeliers. Okay, Hissing Tubes, a gulping bump. It teeters forward on spindly legs, trailing violent vapors. Okay, es sieht mir nach einer Unterstützungseinheit aus. Und dann gibt es den Spectic. Plus 25% Health und plus ein Damage haben, die diesen schon ein bisschen verbessert. Okay, neue Gegner, meine Lieben. Die Untoten, die Steampunk-Untoten. Und ein Feuerspirit. So, jetzt würde ich sogar sagen, wo war denn das? Ich glaube, das Wiki war das... Ja, nee, das muss ich anders irgendwie machen. Enturn. Hier nicht. Das Escape-Menü nicht. Egal, ich wollte es euch ein bisschen besser zeigen. Die hier sollte man tunlichst einsammeln. Die geben uns Legacy Points, die wir einsetzen können innerhalb der Kampagne. Oder wir können damit unsere Waffen verbessern, wenn wir das wollen. Okay. So viel dazu. Ich kenne die Gegner nicht und was sie machen. Na, das ist halt das. Sommelier. Shoot 2 bis 3 Magic Damage auf 4 Range hat der. Und dann, was kann der hier? Okay, der hat extra Damage und extra Health. Okay, und der macht 3 bis 5 Damage Slam im Nahkampf. Okay. Okay.
Revan und Monali haben einen Flankierungsbonus. Ich glaube, ich will zuerst, aber ich will auch diesen kleinen Fire Spirit haben. Aber unsere Waffen sind ja jetzt auch noch nicht so wirklich gut, aber ich will es euch auch mal ein bisschen so zeigen. Wie könnte man das am besten machen? Ich glaube, ich fange mit Revan an. Revan läuft und macht, oh, das ist nur 34%, weil er hier Deckung hat. Dann schießen wir lieber auf den hier, auch wenn es nicht so viel Schaden ist. 2 Damage, okay, alles klar. Dann darf mal Ben hier hin. Und dann machen wir hier einfach Guardian. So, die Monali, die muss auch noch. Die kommt mal hier hin. So, und jetzt hoffentlich bekomme ich es diesmal hin. Interviews. Okay, das sind 4 Reichweite. Und hier habe ich auch nur 4 Reichweite. Okay, dann bleibt mal gar nichts anderes übrig. Und das macht... Ja, wir nehmen einfach das hier. Wir interviewen jetzt hier mit dem Stein. Und machen dann... Normalerweise sollte das jetzt hier... Warum nicht? Das verstehe ich jetzt aber wirklich langsam nicht mehr. 5 Damage auf 4 Reichweite. Okay, ich interviewe. Das ist jetzt der Diskus. Ich klicke den an. Doch, geht. Okay, alles klar. Ich habe mich schon gewundert, weil... Ja, egal. Zack. Okay, der hat nur noch 2 Leben, der da oben. So, wie stellen wir uns am besten? Ich glaube, wir machen einfach einen Plop, aber der ist eh ein Fernkämpfer, ne? Dann gehe ich mal... Ja, das wäre aber halt der optimale Plop. Komm, wir machen den optimalen Plop. Mal schauen, was passiert. Guardian, bitte. So, der rückt jetzt vor. Und ich habe meinen Gelegenheitsangriff gemacht, meine Lieben. Weg ist er. Jetzt noch der Sommelier. Einen Schaden leider gegen Kamiya. So eine Sauerei. Und in 3 Runden ist mein kleiner Feuertyp weg. Das finde ich aber echt gemein. Das finde ich nicht nett von dem. So, die Reichweite von dem Teil ist halt auch nicht ausreichend. Gehe ich mal davon aus, ne? 1, 2, 3, 4. Nee, das reicht nicht. Okay. Jawohl, 3 Schaden von Revan, das finde ich gut. So, kommt jetzt bis hier hin. Und die Monali, die Kamiya, die kommt hier hin, dann geht sie mal da in seinen Rücken und strikt ihn einfach mal ordentlich. Sehr gut gemacht, Kamiya, so gehört sich das. So, wir müssen noch irgendwie dieses kleine Viech einsammeln, aber... Okay. Ich weiß halt nicht, ob mir das gelingt, ne? Das ist halt jetzt die große Frage. Die Position ist nicht gut genug. Ich glaube, ich komme an dieses kleine Viech nicht mehr dran. Guardian. Ich stehe halt einfach jetzt nicht gut genug, um jetzt einfach die Tür aufzumachen zum Beispiel. Meiner Meinung nach. So. Jetzt nehme ich mal meinen Charakter und öffne die Tür. So, wie lange ist er jetzt noch dran? Ich weiß es gar nicht. Jetzt steht ja keine Zahl mehr dran, ne? Won't stick around for long. Catch it quick. Okay. Das sind nochmal 2 von den Gegnern. Monali macht halt eigentlich schon ziemlich viel Schaden. Vor allen Dingen, wo die jetzt so stehen, wie sie stehen. Ich weiß nur nicht, ob der sich jetzt schon auflöst. Okay. Ich versuch's mal, den noch zu kriegen. Ach, ich musste mich nur daneben stellen. Okay. Also, caught you.
Do you get to make a wish now? Pri, pri, sagt dieses kleine Wesen. Okay, ich kann jetzt sagen. Okay, Enchant Tier 0 Decker replace with Tier 1 Fire Decker könnte der haben. Einen Feuer-Nahkampfwaffe, Enchant Tier 0 Bow, replace it with a Tier 1 Fire Bow oder ein Legacy Point. Okay, wir machen das jetzt einfach lustigerweise. Ich weiß, ich glaube, viele Profis würden jetzt eher hier die Legacy Points nehmen, aber ich will jetzt mal so einen kleinen Feuerbogen haben. So. Cool. Fire, Face Seeker heißt der. Okay, 4 Damage, Range 1 bis 0. Oh, der ist schon wirklich viel besser. Damage up to 3 nearby enemies. Okay, cool. Ja, ein Schaden mehr. Das ist doch immerhin ein bisschen was. Cool. Ja, Revan, herzlichen Glückwunsch. Und wir nennen den einfach den Feensucher. Komm, wir machen das mal. Wir deutschen das Spiel jetzt hier mal ein. Das ist der Feensucher. So, wunderbar. Claim. Zack. Schaden wird uns das nicht, einen besseren Bogen zu haben. Würde ich mal behaupten. So, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in den Rücken, diese Einheit. Und dann kommt hier der Strike. Ah, nein, der ist ausgewichen. Ich hatte so viel Schaden gerade an dem gemacht. So ein Blödsinn aber auch. Jetzt müssen wir hier mit der Flankierung arbeiten. Reicht aber halt nicht. Sind nur 3 Schaden. Und dann kommt noch die Monali, die geht am besten mal hier hin. Und mit was könnte sie jetzt interfusen? Leider kenne ich natürlich die ganzen Sachen nicht so gut. 3 bis 5 Schaden. 2 Schaden. 4 Magic Damage. Okay, 6 Range. Das ist natürlich gut. Ich glaube, ich nehme die Werkbank. So. Dann, ich kann auch immer noch den Diskus machen oder die Barrage. 3 bis 5. 5 Schaden, 4 Range. Ah, da treffe ich meine eigenen mit. Und da nur den hinteren. Ja, Schaden verteilen war schon immer eine ziemlich schlechte Idee. Dann machen wir das mal so. Ja, der ist auch ausgewichen. So eine Sauerei. Oh, Bone Link. Aha, Drive Link. Okay. Au, 3 Schaden. Das ist aber gemein hier. Okay. Gut, wir brauchen mal wieder unseren lieben Revan. Der muss hier wieder die Kohlen aus dem Feuer holen, würde ich sagen. Der hat nämlich jetzt aber auch diesen coolen Feuerbogen und damit darf er jetzt einfach mal schießen. Wutsch! Da geht der Sommelier down. Danke, Revan, du hast uns alle mal wieder gerettet. Und dann gibt es hier mal noch einen netten Strike. Jawohl! Und tschüss! Victory, meine Lieben! Ist halt alles so schön mit Mausover auch erklärt und sowas. Ein Elkhornbelt. Das gibt auch nochmal die. Ah, ja, das ist sehr gut. Nochmal mehr Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist halt schon wichtig. Das ist halt für alle Charaktere meiner Meinung nach wichtig. 115, 107, das wäre schon abartig. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich nehme dieses Elkhornbelt für Revan Raven, weil er zurzeit die beste Waffe hat. Hast denn du das jetzt, das Elkhorn? Ach, da! Wow, cool, der Gürtel. Schau mal, wenn wir dir gefällt das nicht. So, geschafft. Oh oh, ja, unsere Gegner haben ihre Stärke verbessert. Die Mortagi haben den Weltling Stufe 1. Ja, kann ich jetzt nichts gegen machen. Oder möchte ich auch nichts gegen machen, sagen wir mal so. So, dann haben wir das. Wir könnten das noch securen. Und sagen, Feind, okay. Und während wir hier jetzt auch stehen und diese Sachen machen, heilen wir ein bisschen, Leute. Das ist ganz wichtig. Sind jetzt auch alle geheilt? Okay, Secure Site completed. War nicht ganz umsonst. Wir haben nochmal 2 Heights bekommen. Und nochmal so ein Feather-Steel-Talisman, der ja die Geschwindigkeit erhöht. Okay. Ich könnte 5,4 bekommen. Okay, das wäre nicht schlecht. Er könnte fast 6 haben. Okay. Schwierig. Aber ich bin so ein bisschen der Langsamste. Deswegen mache ich das mal, dass ich ein bisschen schneller werde. Das sieht aber sehr merkwürdig an mir aus. Claim. So.
Gut, nachdem wir jetzt das alles geschafft haben, gehen wir noch da hinten hin. Hier auf die Berge können wir nicht drauf. Und dann heißt man mit Schwung und Schmackes hier rüber. This is not passabel. Okay. Ja, hätte ich wirklich wahrscheinlich außenrum gekonnt. Das Teil ist nicht passabel. Okay, das wusste ich nicht. Dann gehen wir hier zum Rhein-Jelm-Fell. Okay, Scout. Let's go. Ah, da darf ich lang gehen. Naja, dann war es doch nicht so ganz verkehrt, darum zu sneaken. Und da können wir jetzt auch gleich angreifen. Okay, das sind bloß ein von den festen Teils. Assault, Zilanara, Arkanarie, okay. Und das sind diese Gegner, die Gorgonen wohl, wenn ich das richtig verstehe. Und dann heißt mal, let's go. Weitere Geschichte, Attack. So, what was the lady's name we were supposed to keep an eye out for? Linlia, I think. Linlia? From what I know of swamp folk, they normally spread themselves out over the landscape. They find each other when they want to be found. These aren't exactly normal times, Turf. And her husband seemed concerned anyway. Of course he is. All Lalina seems distracted, starts spending more and more time out of these ruins, watching the goats. Or so she says I'd be concerned too. Is that the story? Sometimes she wouldn't even come home at night. The guy seems at a loss. This relationship had some deep weeds in there. How do you get people to tell you the things? Würde ich auch mal gerne wissen. My trustworthy face and sensible outfit. How else? Der Rehmann, der geile Sau, ey. Ist ein cooler Typ. Clouds grow like lichen over the sky. They pick their way through the building bones until a shout rings out from close by. Oh, was ist los? Come on, come on! Up the hill, a woman stands against a monument. Her gaze darts between the sky. Come on! And the shadows of approaching Gorgons. So, ich kann jetzt sagen, get around her quickly oder let's sneak in while she's got the attention. Ich sag, wir müssen sie sofort beschützen. Da kam ja, was fällt dir ein? Los! Minotaur's Age rushes towards the monument. Hinterher hätte ich die auch nochmal umbenennen können, ist mir aufgefallen. Ich guck mal, ob ich das noch kann. Und da kommen wir mit Gebrüll rein. Kopflos stürmen wir in den Kampf. Wir haben zwei Raccoons und zwei Rose. Die einen zerschreddern jetzt Rüstung, die anderen haben, glaube ich, mehr Rüstung bekommen. Und sie ist da auch tatsächlich faktisch dabei, die Linlia Bone. Okay. Ich gucke mir gerade das Level so ein bisschen an. Find nochmal, ganz ehrlich, liebe Grafiker dieses Spiels, Dankeschön. Ich finde es einfach geil. Ich finde diese Pappaufsteller super geil. So, okay. Also, wir haben hier zwei eng beieinander stehende Gegner. Da habe ich einen Gegenstand, Lock. Ich glaube, ich fange mit Monali an. Ich glaube, ich fange tatsächlich mit Monali an, weil die stehen da so schön nebeneinander. Vielleicht kann ich damit was Nettem interfusen. Wir schauen mal, was da alles so Nettes gibt. Ah, das ist wohl zu weit weg. Was haben wir hier? 5 Damage, 4 Range. 2 Damage, Shred. Splinter's Blast. Nee, ich will direkt Schaden machen hier. Und dann habe ich den Diskus. 69 und 59% Chance, die beiden zu treffen. Ich glaube, das ist nicht sehr hoch. Schauen wir mal. 5 Damage und der andere ist ausgewichen. Okay, aber wir konnten einen Raccoon ausschalten. Monali ist sehr nice. Sehr nice. So, ich könnte auch sagen, Swap Weapon. Nee, brauchen wir nicht. Wir müssen jetzt nicht sein Messer einsetzen. Ich weiß gar nicht, reicht der Winkel? Das könnte reichen. Nee, leider nicht. Leider nicht. Leider reicht der Winkel nicht.
Dann schieß mal auf den. Ich wollte hier so durchschießen und den Raccoon noch treffen. Das ist mir jetzt aber nicht so optimal gelungen, würde ich mal behaupten. So, dann. Komm mal her und schütz mal den Rehwan. Du kannst erstmal noch warten. Mit dir weiß ich noch nicht so richtig, was ich anstellen soll. Du stellst dich hier dazu. Beschützt sie und du kommst einfach zu Monali und beschützt die Monali. Weil ihr schützt euch gegenseitig. Ach, ich habe ihn fast erwischt. Leider nur fast. Dadurch kann er 2 Schaden machen. Das ist nicht gut. Okay, auch nochmal hier 1 abgekriegt. Oh, jetzt habe ich auch einen kurzen Moment um Lin Lia ein bisschen Angst gehabt. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also, uff. Lucky, lucky, lucky war das jetzt. Okay, dann nehme ich jetzt mal den Rehwan. Dann gehe ich mal hier hin. Und dann mache ich den Sushot. Es hätte doch eh da treffen müssen, oder muss es in der geraden Linie sein? Das ist jetzt merkwürdig, würde ich behaupten. Mindestens. Mindestens merkwürdig. Ja, ich schalte jetzt hier diese Typen aus. Jawohl, mal einen ordentlichen Slam. Damit konntest du ihn auch wegstoßen mit diesem Slam. Dann gehen wir jetzt mal hier noch mit ihr weiter vor. So, interviewe ich mal. Wähle den Diskus aus. Kann sie ihn jetzt wieder nicht sehen. Okay, warum nicht? Hätte ich jetzt gar mal erklärt bekommen. Das ist doch direkt nebendran. Kann sie nicht vielleicht sehen oder sowas? Das könnte natürlich auch sein. Dann machen wir das mal anders. Nein, das ist ausgewichen. Nein. Und geht es jetzt? Ich habe das Interviews. Ah ja, okay, ich kann das. Ja, okay. Keine Ahnung. Oh Gott, ich bin ja fast tot. Naja, dann netzen wir mal den Jäger an, um den da abzuknallen. So, einmal. Also gewinnen werden wir es. Ich habe nur ein bisschen zu viel Leben verloren für meinen Geschmack, muss ich ganz ehrlich zugeben. Muss so nicht sein, so viel Leben zu verlieren. Guardian. Und dann greife ich den Dude hier auch noch an. Dann gilt es als Flankenangriff. Ich hoffe, dass ich diesmal nicht daneben haue. Na also. Autsch, habe ich jetzt richtig Federn gelassen. Juhu. So, wir sind ein Bloodhorn Warrior. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir könnten den Backslam verbessern. Knock the target into another enemy to displace it. Deal the half damage of Ben's armor and hobble both enemies. Das ist natürlich auch geil. Hardiness, da rede ich gar nicht mehr lange drüber. Ben has plus 30% Health. Das will ich zuerst, gucke ich mir gar nichts anderes an, weil ich es so mega geil finde. Potency. Damage added to interfusion attacks. Also factor it into some abilities. Okay. Dann bekommst du das. Wie schön. Bracelet of Attunement. Bitteschön. The clouds begin to disperse and Ben regards the woman who is now rubbing her arms and starting at the ground. Entschuldigung, staring. Lin Lia? Do I know you? Your husband sends his regards. So, what's the story? Watching the goats?
The goats do like it here. They climb in ruins. But that's not when the swamp began to get more dangerous. I thought it might be time to finally use the stormwell here. This? What is it? Surprised you haven't heard of it. This thing's been on the family land forever. Uncle said it was Kyoren. We had stories that it could. This is going to sound crazy, but that it could give you power. And my family are abysmal storytellers. See, terrible imaginations. So I thought maybe there's not just stories. Maybe I could, you know, protect the goats? And my husband, my dungeon, if I could get a hold of that power. It takes research, some old family recipes and time, lots of time to get Stormwell to give up its secrets. I didn't want to tell Dungeon. Rather, he came up with a story of his own. Better than the story of a goat head trying to wear a hat two sizes too big for her. It's a shame. Tough. I needed maybe one more good storm. The clouds looked promising today, and I thought I could finish the process before the monsters got here. No such luck. It was silly. Now that I've seen what fighting really is, I'm not caught out of it. Glad I never told Dungeon. So, knew you're going to. Count my goats and go home, yeah? Unless one of you wants it. It's possible. Make the beasts pay good next time. The sky's clearing now, but if you want to make me up on it, come back sometime. Ask for Linear Bone, Dungeon 2. Well, feed you, put you up, give you all worldly powers, swamp folk hospitality, you know. Done. Okay, your enemies improve their strategies. Okay, a new card is added to the Gorgon deck. The deck is more dangerous now. Okay. Alles klar. Kann ich nicht verhindern. Okay, was ist das jetzt hier? The Stormwell. Grant some power to the Stormwell. Das könnten wir machen. Ich meine, ich habe auch da mal was zu mitbekommen. Jetzt ist es so, mir ist jetzt aber auch nicht gerade so gut, ne? Healing Raids, Towns, Station, Wilderness Infested, Traveling. Okay, was könnten wir da machen? Ich glaube, wir könnten auch mit der Gruppe erstmal scouten, bevor wir da hingehen. Oder wir machen das gleich. Ich muss einen Hero listen. Jetzt war es so, wenn ich mich richtig entsinne. Ich weiß halt nur nicht, ob das sinnvoll ist für meinen Held. Aber von der Story war es ja so, dass er da war. Aber er hat jetzt nicht mehr genug Leben. Ich weiß zwar nicht, was da passiert. Deswegen scout ich jetzt erstmal mit der Gruppe. Ich möchte jetzt erstmal mit der Gruppe scouten. Das ist mir zu gefährlich mit den Lebenspunkten. Ich will so eine kleine Mission mit dem Einzelheld nur dann machen, wenn ich auch in, sag ich mal, die ganze Gruppe habe. So, wir werden jetzt versuchen mit unseren Legacy Points, verhindern 25% mehr Lebenspunkte und ein Armor für diese Viecher. Das mache ich und der Rest ist mir egal. Da seht ihr jetzt so ein bisschen, ja, was die anderen so für Einheiten haben. Zack. One evening in the long road through South Hills. Ben! Ben, there you are! Come with me, hurry! What's wrong, Monali? Did you find something scouting? There's no time. Come quick. Ich erschrecke nur, dass ich mal was entdeckt habe. Hurry. Okay.
Dann beeilen wir uns halt. Und pompen. Slow down, Mona Lee. Wait for... Garf. Surprise. Wow, Mona Lee. This is amazing. Yes, ich weiß ungefähr, in welche Richtung das geht. I know how on edge you've been lately. I thought you'd enjoyed a nice moment of quiet. This is so. Thank you for thinking of me. Ihr wisst schon, in welche Richtung das jetzt läuft, Leute. So wie ich das haben wollte. Is this a date? Oh Gott, ich bin so... Jetzt könnte Mona Lee sagen, oh no, no, I... Oder sie, if you wanted to be... Zack. Gnadenlos gemacht. I do want it to be. Oh, schaut mal. Pancake und Mona Lee, auch jetzt in Wilder Miss, sich verknallt. Oh, sowas aber. Großartig. So. Ben and Mona Lee have fallen in love. So, guck's jetzt doof, Revan, was? Ach ja. Also, hier nochmal ein Frauenpopo in der Mitte zwischen uns beiden. Also, es kann ja nur gut werden. So, klasse. Okay, war das jetzt fertig oder nicht? Jetzt kommt die Inkursion. So, was macht uns? Gorgons in great number. Move to attack your lands. Driving peaceful folks before them. Leveling homes and hallowed places. Your enemy will travel from tile to tile, attacking and destroying sites, until they are defeated by heroes in combat or repelled by defenses you've built. Their numbers will wear down. Once incursion size reaches zero, the enemy will dissipate and the incursion will be over. Die gehen jetzt da oben lang. Incursion will travel to your towns through ruining or, if already ruined, destroying sites on the way. If all towns are destroyed, the game ends. Okay. You can find incursions by gathering heroes at the site they're attacking. If you instead let an incursion run its course, ruined sites can be rebuilt. Okay. Alles klar. Das heißt, die Gorgonen, die greifen uns jetzt an, wenn ich das richtig verstehe. Haben die das jetzt fertig gescoutet? Ich glaube nicht. So, der läuft jetzt da lang. Okay, und wie lange braucht der, bis der da ist? In 64 Tagen sind die in Loftwary. Okay, und die haben Stärke 7. Okay. Will destroy this many more sites defenses. Okay, 4 Sachen möchten diese zerstören. Das finde ich nicht witzig. Waren wir nicht noch gerade eben erst hier am Scouten? Da müsste normalerweise immer was kommen. Ne? Mal kurz play. Irgendwie war es das schon hier, okay. Ben hat jetzt auch schon ein bisschen Leben. Jetzt brauchen sie noch wie lange? Na toll, das habe ich natürlich jetzt großartig gemacht. Kann ich da jetzt nicht mehr hingehen? Craft. Mulvetia Blowdown. Near Wailandwick, okay. 70 Tage Travel Time, die schaffen das gar nicht mehr, okay. Das schaffen sie. Wir müssen ein ganzes Stückchen laufen, seht ihr das? In der Zeit heile ich wenigstens ein bisschen. So, da greifen die jetzt an, das kann ich jetzt aber halt nicht verhindern. Die werden das jetzt zerstören, muss ich wieder gegen kämpfen. So, Mona Lee and Raven make an absurd bet. Opportunity.
Not one for festivals? What festival? More like a waste of food? Can they afford this? Yeah, actually I feel the same. But I'm still trying to do my part. Community spirit? Right, yeah. Dice then, you, me, a table, a bottle, 6 dice. Later. That was Bottle Dog Bonkers. It was lucky. Honestly, Tuff, do you have a secret? I've never seen someone roll that well. No secret. I get on these streaks sometimes. Cards, dice, coins, but now you mention it. I've always wondered what would happen if we were to just pick a direction. A direction? Just pick a direction and go. If I'm really on a hot streak, well, I bet you will find a magic item somewhere. A magic item? Seriously? Alright. I'm game, but you're for a new pair of socks. How about that? Oh, but we can't leave now. I have to spend my winnings. Komm, wir machen das mal weiter. Mal gucken, was passiert. Aha, die zwei müssen es machen und einer darf mit. Ja, let's go. Ja, die latschen jetzt ja ganz dahintere. Das ist ja interessant. Okay, I see the edge of the forest. Next. Da muss ich ein bisschen besser aufpassen, Leute. So, this forest has an edge. That's nice. Everything has an edge. Including my patience. Look, it was a joke in the first place, wasn't it? Keep walking until we find what? A magic item? What even is that? Nice to take a little trip, but the trip's no longer little. Come on, Mona Lee. Time to go back to our lives. Alright, but can we at least check out that castle first? Where there's presumably a magic item. Follow me, Revan. Choose. Blaze is abundant. I say we go in the front way. I'm thinking we climb in a window or something. My bones are on edge. Wir machen das, was Revan sagt. They climb through a crumbling window. You certainly like to make things hard. I'm Turo. Always start at the top of a problem and work your way down. Goes for castles too. Well, fine, that makes some sense. The place are there if you seek them out, dark and cool, away from prying eyes. It's certainly private. There's a pretty big gap you can see through the lower level. Oh, maybe not so private. Little trove collected from who knows where. Does it look magical? Not even a tiny bit. Tell you what, Thuff, It does look guarded. Uh-oh. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Uhr. Wir machen eine längere Folge draus. Alle Helden kriegen ein Armor Warding. Okay, ein Schild mehr und ein magischer Verteidigung. Das ist ein Butler. All its movements are measured and soft, elegant and ill-meaning. Okay, alles klar. Das sieht schon ein bisschen übler aus für unsere kleine Heldengruppe, aber zumindest bin ich auch relativ gut geheilt. So, dann muss ich mal schauen, was ich machen kann. Was ist denn das hier? Eine Lampe. Also mit Büchern kann ich sogar Schaden machen. Blinding nearby enemies könnte man auch mal machen, dass der nichts trifft oder so. Was ist denn das? Okay, warte mal. Was kann denn der so? Slam? Oh. Oh, 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 gefährlich. Eigentlich eine Unterstützungseinheit, macht aber starke Nahkampfangriffe. Okay, dann sollten wir eigentlich von dem Typ ein bisschen wegbleiben. Aber es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als gegen den zu kämpfen. Leider sehe ich immer noch nicht out of range, wie viele Felder sich die ungefähr bewegen können. Gut, ich kenne den Gegner auch nicht wirklich. Am besten wäre es, aber der hat gar keine Schilde, sehe ich gerade.
Barrage. Ah, oh, das hat er einfach weggeblockt, wie gemein. Das ist natürlich nicht so gut. Vier Damage haben wir gemacht. Ich stelle mich eins rüber. Und zack, verteidigen. Ah, das hat er geblockt. Mist. Sweep the floor macht er jetzt, okay. Zwei Schaden auf mich, alles klar. Ich verstehe. Der meint's wohl ernst. Fünf Range kann ich damit machen, okay. Was haben wir da? Drei True Damage, okay. Versuchen wir mal die Säge einzusetzen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den da auch halten kann. Die Säge muss nämlich erst noch kommen. 7 Damage, jawohl. Jawohl, und er ist auch noch festgemacht. Das hat ihn richtig gut erwischt. Das war aber auch mehr Glück als Verstand. Okay, und nochmal 3 Schaden auf mich leider. Muss ich mitleben. Dann schauen wir mal, was wir noch so Schönes machen können jetzt. Ich hau den einfach zu Klump. Sehr schön. It's remarkable to find one alone like this up here. Would be curious what directed its decision, if decisions is even the right word. Best collect our prize and go while we can. We can grab some of these materials. Right, that's what I mean. Then back the way we came. A shortly while later. So, looks like I won the bet. Seems he did. What do you know? Socks? New socks? Let's be sure to mention. If you failed to mention is a size. On the journey back, the weather turns. There's a tea house, not far. They don't make it in time and are soaked in the storm. But the tea houses try the fragrant teas and later the mugs of mulled whiskey are hot. Here's one more round for you. Thinking about something? Just Rain. Rain, it's one of the only voices I love to listen to. I can't cause ruin. It can come at a bad time. Still, you can't judge Rain good or bad until you've seen all this leads to. I don't know. Think back your journey's beginning, fortune the spur of a moment that strikes restless hearts and sparks an adventure. Luck is the people you share with it. Guess I need another cup. Yeah? Just one more? So, dann nehme ich einfach Ignots, keine Ahnung. Ah, Ignots und Fabrics habe ich bekommen, beides, Entschuldigung. So, Monali kriegt ein Level up. Okay. Earthscribe, was ist das? Allies May Wall with Interfused Object. Stone. Grants Extra Armor. Okay. Okay, Windwalk. Hm. Wir könnten das nochmal upgraden. Lord Dump plus 3 Range, Crater Constrict, 1 Damage, Hubble, Lightning Learning, Book Statue active as a Swift Action, destroy a book or statue to grant ally or self 3 Potency that decays over 3 Turns. Dann mache ich Misswether einfach besser. Okay, war halt jetzt nicht so gut, weil ich weiß halt nicht mehr, wie lange braucht die Incursion darüber. We be there in 9 days. Okay. Mm-hmm.
glaube, mir wird nichts anderes übrig bleiben, als gegen die zu kämpfen. Aber ich befürchte, das mache ich beim nächsten Mal, sonst wird die Folge wirklich zu lange. Ich habe einen Haufen noch zu lernen in dem Spiel. Vor allen Dingen war die Nummer blöd, weil ich hätte die Verteidigung ja natürlich fertig gemacht. Musste es halt genau lesen. Ich wusste jetzt halt nicht, dass sie direkt dann da loslegen und diese kleine Quest machen. Sorry Leute. Ne? Also für die Profis ist es natürlich mega anstrengend, sowas zu sehen. Oder denken schon, oh Gott, tu das nicht, Pancake. Für mich aber ist es nicht immer alles klar. Besonders, weil es halt direkt dann in Englisch ist. Und wenn dann halt zu später Stunde man noch aufnimmt, dann ist es halt auch so, dass man halt in vielen Englisch ja irgendwann das ein oder andere unbeabsichtigt überliest, ja, oder sich auf andere Dinge fokussiert und konzentriert und dann machst du so kleine Fehler. Naja, egal, sei es drum, ist jetzt nicht so schlimm, wir werden das schon irgendwie schaffen. Ich wollte gerade mal eins gucken nochmal bei Relationship. Ah, guck mal, das ist ein richtiger Comrade mittlerweile. Plus 20 Block, when boiling with Raven. Und das ist ein... Oh, Monali ist meine Flamme. Plus 2 Damage against enemies who attacked Monali until end of mission. Lock relationship. Oh, da könnte ich sogar Soulmates machen. Through all campaigns, these heroes will only become Soulmates with his honor. Okay, cool. Camilla von Anstead, einfach nur eine normale Freundin. Und da könnt ihr halt auch einfach sehen, wie die ganzen, Comrade. Oh, Flame, ja, perfekt. Comrade. Okay. Irgendwie die Camilla, die muss ich noch gucken, wie sie da klarkommt in der Gruppe. Das mit dem Soulmate muss ich mir echt überlegen. Das wird doch ganz witzig. Könnt ihr ja mal jetzt unter die Folge schreiben, was ihr davon haltet, dass ich in dem Spiel genauso mit Monali total verschmelze zu einem Brei. Das fände ich mal interessant, was ihr sagt. Okay. Und vielen Dank nochmal fürs Feedback in den ersten Folgen. Gerade die erste tut mir nochmal leid wegen Sound. Insgesamt fand ich es mega geil, was ihr alles geschrieben habt und so, dass ihr es eigentlich ganz cool findet. Nicht nur eigentlich, ich habe auch schon ein paar Leute, die mir gesagt haben, was sie gerne machen würden und wenn sie gerne hier wären in dem Spiel. Ich werde euch alle hier im Laufe der ganzen Kampagnen einführen und mit der Zeit werde ich natürlich das Spiel auch besser verstehen und ist es auch mehr im Fluss, ja. So ist es immer, wenn man so ein neues Spiel rausfinden will, dann noch in einer anderen Sprache, ja, die man eigentlich in Anführungszeichen beherrscht, trotzdem ist es dann nicht so ganz so leicht. Jetzt hoffe ich mal, dass die Incursion uns nicht in die Knie zwingt und wir noch irgendwie es schaffen können, Wallandwick von diesen bösen Gorgonen zu befreien. Da müssen wir mal schauen, was da für uns möglich ist. Ich denke aber, das Beste wird sein, einfach Wallandwick anzugreifen. Okay, wenn euch das gefallen hat, was ich hier gemacht habe, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ja, okay, macht halt einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Na dann, bis zum nächsten Mal. Schöne Sternreise, euer Pancake28. Ciao, ciao.